Anders als die gewöhnlichen Frauen von ihrer Zeit hat sie können lesen und schreiben, weil sie nämlich eine Adlige war. Und darum war es ihr auch möglich, eigene theologische Schriften und Bücher zu verfassen. Mit denen hat sie sich dann aktiv in die Diskussion um die Reformation in Genf eingebracht. Aber dann hat sie gewagt, eine Frage zu stellen, die Calvin und die anderen Gelehrten gar nicht gutiert haben. Sie hat gefragt, warum lasst ihr nicht auch Frauen Verantwortung und Führung übernehmen in der Kirche? Ihr plädiert ja dafür, dass alle Menschen vor Gott gleich sind und dass jeder gläubige Mensch selber in der Bibel lesen kann und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen kann.